sind in der Ökonomie der Menschlichkeit und seit einigen Jahren unterwegs und es gibt immer wieder Geschenke. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz Besonderes, und zwar im Buch Menschlichkeit rechnet sich. Ja, das ist für die Zahlenmenschen ein ganz interessanter Ansatz. Autoren sind Stepan Brockhoff und Klaus Bandreck. Und was die Motivation für das Buch war, wieso sie das geschrieben haben und wie sie das umsetzen, also wie das berechenbar ist, das darf ich heute klären mit Herrn Bandreck. Und ja, ich freue mich jetzt riesig auf den Austausch, lieber Klaus Bandreck. Du hast mir gleich das Du angeboten, danke dafür. Also die Unkompliziertheit, und du strahlst auch. Also es ist wirklich schön, mit welchem Power du unterwegs bist. Danke für die Möglichkeit, ein Interview mit dir zu führen. Sehr gerne, mein lieber Georg, sehr gerne. Es ist ja oft Erschöpfung da bei vielen Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht mehr, es muss leichter werden. Du strahlst, ich weiß, du hast einen ganz intensiven Tag. Es war aber völlig unkompliziert, einen Kontakt mit dir zu bekommen und gleich die Bereitschaft dabei zu sein im November in Salzburg, in Kärnten. Wie bist du verbunden? Wieso bist du so in einer inneren Verbundenheit? Oder was ist dein Weg? Oder wieso bist du so in der Kraft? Also ich kenne Steuerberater, die sehr, sehr gut sind, aber das ist wirklich ganz, ganz schön zu beobachten, mit welcher Kraft und welcher Power du wirkst. Ja, das ist wahrscheinlich gar kein großes Geheimnis. Also ich achte sehr darauf, dass ich möglichst ausgewogen unterwegs bin. Also auch wenn ich lange Arbeitstage habe, die habe ich immer wieder und auch oft, schaue ich, dass ich möglichst Ausgleich schaffe, abends vielleicht mit Sport oder mit Freunden treffen, was Geselliges oder auch mal was Kulturelles. Also das ist das eine. Und das andere ist, ich habe einfach eine große Freude an dem, was ich tue. Und das erschöpft mich so sehr, wenn man das, was man macht, auch liebt. Und es gibt Momente, wo auch mir alles zu viel wird oder wo es mich nervt. Aber mir gelingt es immer öfter, dann mir auch zu sagen, sei froh und dankbar, dass du so einen tollen Beruf hast und mit so vielen Menschen zu tun hast. Und ja, ich glaube, das ist das größte Geheimnis, einfach Freude an seiner Arbeit zu empfinden. Und das ist ja ein aktiver Vorgang, sich zu freuen. Ne? Ja, schön, dass du Freude erwähnst, und das ist überhaupt nicht abgestimmt, sondern ja. Freude ist unser gemeinsames Anliegen. Die Freude zu fördern, Folge der Freude. Die Freude ist wirklich so ein gutes, schönes Gefühl, wo alles viel leichter wird. Interessant, dass du gerade das Thema Freude erwähnst dabei. Ja, definitiv, ja. Mhm. Genau. Schön. Lieber Klaus, das Buch. Es gibt viele, viele Bücher, und ich habe es gestern bekommen. Vielen, vielen Dank, auch mit einer schönen Widmung. Und ich habe sogar in der Infrarotkabine durchgeschaut, ja, bis dann zu Eis war ist und wo ich es rausgelegt habe. Und ich merke, das ist wirklich ein ganz praktisches Buch. Also es ist kein Buchwissen, das man irgendwo hernimmt und Bücher bündelt und Auszüge nimmt, sondern das ist wirklich eure Praxisarbeit mit deinem Kollegen Herrn Brockhoff. Ganz liebe Grüße auch an ihn. Richtig gerne. Und was war die Motivation für euch? 2016 habt ihr das geschrieben. Wieso geht man so aus der Komfortzone und geht so einen besonderen Weg? Also der Stefan und ich, wir haben uns kennengelernt 2004 und waren beide so mit dem Ansatz unterwegs, wir möchten Steuerberatung anders machen als das gängige Klischee der Steuerberater, ne, Zahlen, Daten, Fakten verwalten. Und vor dem Hintergrund, wir haben gemerkt, wir lesen die gleichen progressiven Bücher, unter anderem auch von Kollegen aus Wien, die da schon etwas interessanter unterwegs waren, Hübner und Hübner, die Kanzlei. Und dann haben wir 2006 und 2008 haben wir dann einige zwei Coaching-Ausbildungen gemacht gemeinsam und haben so gemerkt, wie uns doch immer mehr so der Weg von den Zahlen hin zusätzlich eben auch zu den Menschen, zur Kommunikation, zu Führungsfragen geführt hat. Und das war ein Thema, das wir A, sehr spannend fanden und B, auch wir hielten das für sehr wichtig, oder wir halten das heute auch noch für sehr, sehr wichtig, für die Bewertung von Unternehmenserfolg. Und wir haben so nach einigen Jahren herausgefunden, dass sich eben die guten oder schlechten Zahlen in der Bilanz quasi als Ergebnis herausstellen von Führungsthemen, von Handlungen, die früher mal oder im letzten Jahr gewesen sind. Das heißt, die Zahlen zeigen am Ende des Tages nur noch das, was schon längst passiert ist im Unternehmen. Und dann war uns klar, dass Unternehmensführung ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hat, mit Kommunikation, mit Führung und wie ich mich miteinander, auf welchem Niveau ich mir miteinander begegne.
Und das war so der Grundstein, die Grundidee fürs Buch. Dann haben wir mit ein paar anderen Buchautoren, die wir persönlich kannten, teilweise auch sehr erfolgreiche, darunter haben wir dann mal über diese Idee gesprochen und alle haben uns ermutigt, das zu tun. Und ja, dann so ging das dann los. Und dann kamen so die ersten zarten Schritte. Wollen wir es wirklich? Und dann haben wir es getan. Und am Ende hat es 2 Jahre gedauert. Es war sehr anstrengend, aber ich möchte es nicht missen. Schön, schön, Klaus. Es wird ja viel oft für Marketing gemacht. Bei uns ist Nachhaltigkeit in aller Munde. Und ihr sagt ja, Menschlichkeit ist umsetzbar, es ist kein Luxus, sondern eigentlich die Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Wie ist das zu verstehen? Das war uns ganz wichtig, dass die Quelle von nachhaltigem Unternehmenserfolg eben immer die Menschen und die Menschlichkeit sind, weil am Ende des Tages sitzen Menschen, die mit Kunden verhandeln. Klammer auf, das wird die künstliche Intelligenz niemals schaffen. Klammer zu. Und ja, es sind diese menschlichen Kontakte, es ist die Kommunikation, es ist, wie man miteinander umgeht. All das sind im Grunde die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Unternehmen. Vielleicht kennt das jeder von euch auch selber, wenn man ein Problem hat mit, keine Ahnung, mit einem Telekommunikationsvertrag oder so, man ruft bei einer Hotline an und man wird da vorzüglich bedient, man wird ernst genommen mit seinem Anliegen. Man merkt, dass die Person, die am anderen Ende des Telefons wirklich bemüht ist, das Problem zu lösen und zwar so zu lösen, dass ich zufrieden bin, dann hat man vielleicht eine Idee davon, was wir darunter verstehen. Dass am Ende sind es immer die Kontakte, die sowas, die also eine Arbeit und am Ende dann auch ein Produkt oder eine Dienstleistung, wertvoll machen. Uns ist ja dieses Bewusstwerden der Prozesse so wichtig. Und wir haben das Gefühl, wirklich nach 10 Jahren auch viel der Beobachtung, dass immer so an den Symptomen gearbeitet wird. Bio ist so ein klassisches Beispiel. Wir sollten viel mehr Bio schaffen. Aber es ist halt noch das Verständnis oft nicht da. Biobauern zum Beispiel konventionell ein, weil Bio das bessere Geschäftsmodell ist. Wie schafft man denn so einen richtigen Wandel im Bewusstsein, dass uns Kreisläufe bewusst werden, dass uns bewusst wird, näher jetzt den Lebensraum oder geht das Geld irgendwo hin in die Welt? Hast du da eine Idee, einen Ansatz, wie man sowas in der Gesellschaft gemeinsam mit der Makroökonomie der Menschlichkeit bewusst machen könnte? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe da schon eine Idee. Vielleicht fange ich mit einem kleinen Beispiel an. Wenn man also diese Themen Menschlichkeit im Unternehmen, die werden ja auch mittlerweile immer häufiger auch besetzt mit so Aussagen, bei mir kriegen die Mitarbeiter alle einen Obstkorb oder wir machen Sportangebote, es gibt Yoga im Unternehmen. Und das ist grundsätzlich gut. Nur, was wichtig ist, ist die Haltung dahinter. Ne? Also, tue ich das, weil ich es tun muss, weil das jeder macht mittlerweile, weil ich sonst keine Leute mehr kriege? Oder biete ich das an, weil mir einfach die Menschen in meinem Unternehmen wichtig sind? Das ist so die Denkweise. Also, das ist eine Haltung, eine Frage der Haltung. Menschlichkeit ist eine Frage der Haltung und nicht eine Frage von Goodies, die ich meinen Mitarbeitern gebe. Ne? Und am Ende ist es auch keine Frage von, wie viel Geld bringt mir das, wenn ich menschlich bin, auch wenn unser Buchtitel das suggeriert, sondern die Haltung, das ist das Entscheidende, was dahinter steckt. Und ich sage, ich denke immer so, wenn einem bewusst ist, dass man 8 Stunden am Tag in der Regel bei einer Vollzeitstelle, also ein Drittel seines aktiven, erwachsenen Lebens im Beruf verbringt, dann sollte es doch verdammt nochmal ganz wichtig sein, dass diese Zeiten erfüllt sind von Austausch, von schönen Gesprächen, von tollen Erfahrungen und auch vom Scheitern und erfolgreich sein und das gemeinsam im Team zu erleben. Das ist meine. Das sehen wir auch, dass, weil das ist bei Nachhaltigkeitsdingen oft der Fall, dass man das nutzt für Marketing. Wir sehen, Menschlichkeit kann nicht aus Marketing bewusst werden. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist ein Bekenntnis, das ist ein Prozess Ja, und genau. das habe ich selbst zu leben, sonst ist es nicht und sonst kommt es auch nicht an und sonst, glaube ich, kommt es eher zu einem Gegenpol auch intern, wo Mitarbeiter Lieferanten und sagen, ja, Ökonomie der Menschlichkeit, aber die nehme ich da nicht wahr. Das glaube ich schon jetzt ein ganz innerer, ehrlicher Weg, den es da braucht, dafür eine grundsätzliche Entscheidung, oder? Absolut, bin ich ganz bei dir. Also das ist wirklich eine Frage der Haltung. Ne? Das ist einfach das Wichtige. Es ist nicht, was ich tue oder beziehungsweise es ist nicht das, was ich biete oder was menschlich ist in meinem Unternehmen, sondern es ist eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit den Menschen in meinem Umfeld um? Wie gehe ich mit den Kunden um? Und ich finde,
Diese Haltung kann man gerade für sich selber dann gut erkennen, wie, wenn ich genau beobachte, wie ich mit Menschen umgehe, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, wenn der Kunde sich beschwert, wenn der Mitarbeiter keine gute Leistung abliefert oder wenn der Mitarbeiter Fehler macht, wenn der Kunde, wie man so schön sagt, nervt, ja, dann in diesen Situationen, glaube ich, kann jeder für sich schauen, wie weit bin ich eigentlich in meiner Haltung? Ist es mir wichtig, mit dem Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren und mich auszutauschen und auch mal den anderen anzuhören? Oder ne, ich habe da mal so im Hinterkopf, verstehen heißt nicht zustimmen. Das ist immer ganz wichtig, wenn es in Konflikte geht. Ne? Dann kann man die viel entspannter angehen und lösen. Und da zeigt sich wirklich, hat man wirklich diese Haltung, Menschlichkeit zu leben im Unternehmen und im Grunde ja auch nicht nur im Unternehmen, auch privat. Ja, ist schön, Klaus. Und was ja immer wieder zeigt, auch in meiner Wahrnehmung ist, es haben oft Situationen gar nichts mit einer Sache zu tun, sondern es ist oft etwas dahinter. Also wir bauen also ein Buch, wo es um echte Lebensgeschichten geht. Ein Hotelier hat diesen Konflikt mit einem Kunden gehabt, also mit einem Gast, und hat aber da überhaupt nicht konfrontativ reagiert, sondern sehr menschlich und hat den Kunden gebeten, also ein neues Hotel zu suchen, Anzahlung, Retour, Kuvert hingelegt. Die hat das nicht genommen und es ist dann eine Liebesbeziehung entstanden, weil die Kundin dann verstanden hat, es geht um ganz was anderes, weil sie wollte in den Süden fliegen und die anderen der Familie haben entschieden, wir fahren auf Skiurlaub. Und dann hat sie gedacht, ich boykottiere den Urlaub. Und diese tolle Reaktion dieses Hoteliers, der in der Ökonomie der Menschen, hat dann richtig einen Bewusstseinsprozess bei der Dame ausgelöst und die hatten ihn auf der Skihütte am Abend. Und das sind die wirklichen Geschichten, glaube ich, dass man ehrlich ist, dass man bei sich bleibt. Und er hat gesagt, er hat das auch wegen der Mitarbeiter getan, weil die hat die Stimmung so nach unten gebracht, hat sie immer wieder beschwert. Aber es zeigt, dass man wirklich ehrlich ist, zu sich steht und auch in Kauf nimmt, dass man einen wirtschaftlichen Nachteil haben kann. Dann, glaube ich, ist das eine ganz schöne Geschichte und absolut. Wirkliche Beispiele. Du, ich habe da geschaut jetzt im Buch im Vorwort vom Hermann Scherer. Und der, das finde ich auch sehr schön, dass er sagt, Menschlichkeit, das nicht aus manipulativer Absicht geschehen sollte, sondern aus wirklichen Sinngründen. Denn Menschlichkeit als Manipulation ist keine Menschlichkeit mehr. Ich glaube, ich bringe es auf den Punkt, oder? Absolut, absolut. Also das hat der Hermann wirklich da auf den Punkt gebracht. Und das ist auch... Das ist gerade dieser Grad, auf dem wir uns mit dem Titel auch bewegen. Wir haben ja geschrieben, Menschlichkeit rechnet sich. Und wenn man jetzt Menschlichkeit eben einsetzt, um quasi betriebswirtschaftliche Ergebnisse zu verbessern, dann sind wir genau auf der falschen Seite der Medaille. Ne? Das ist wirklich, das ist wichtig, dass es diesen sinnvollen Einsatz für Menschlichkeit gibt und eben nicht betriebswirtschaftlich. Das ist quasi ein Nebeneffekt, den wir jetzt natürlich gerne mitnehmen, aber für den wir es nicht tun. So, das ist der wichtige Punkt an der Stelle. Mhm. Ja. Und ja. Hermann Scherer war übrigens auch einer der ersten, der uns zu diesem Buch mit beraten hat und auch uns ermuntert hat, es zu schreiben. Und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, weil er wirklich auch so ein bisschen Zug in die Geschichte gebracht hat. Mhm. Ja. Ja, ist wirklich, wirklich ganz authentisch, ganz schön. Standardwerk sollte das sein. Und ihr schreibt es auch da drinnen, das war ja 2016. Ja. Und da schreibt sie ja, es wird jetzt in die Richtung gehen, dass man schwerer Mitarbeiter findet, also dass die Mitarbeiter sich das auch suchen können. Ich weiß, 2016 war es noch ganz anders. Also, da wirklich auch der Zeit voraus und habst du schon wahrgenommen, immer demografischer Wandel, wie sie schreibt, ja, aber letztlich glaube ich, geht es darum, dass Mitarbeiter sich nicht mehr manipulieren, einsetzen lassen. Gerald Hüther sagt ja vom Objekt zum Subjekt, also von der Person, wo ich einen reinen Nutze hin zum Menschen, wo natürlich das Objekt dann drinnen ist, die Geschäftsbeziehung, aber es ist eine Folge, wie du so schön sagst. Wieso habt ihr das 2016 schon gesehen? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass uns das bewusst war, dass irgendwann, also vor dem Hintergrund, wenn Unternehmen sich darüber im Klaren sind, dass der Umgang mit seinen Mitarbeitern ganz entscheidend wird zukünftig, dann
werden die Mitarbeiter auch nach ganz anderen Kriterien aussuchen. Und für uns war so, ich glaube, wir hatten damals diese Idee der Generationen, die Unternehmer sind. Und das war ja so, ich sag mal, 2016, jetzt geht's ja los, wo die ganzen geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland beginnen, in Rente zu gehen. Und ich weiß das noch aus eigener Erfahrung. Ich hab dem Stefan mal erzählt, wieso ich Steuerberater geworden bin. Und bei mir war das nach dem Abitur, ich habe wirklich immer die Vorstellung gehabt, ich möchte nicht mit 18 oder 20 oder 25 schon wissen, was ich mit 65 tun werde. Also diese einmal einen Beruf lernen, das Leben lang machen und dann in Rente gehen, das hat mir nie gefallen. Und wir haben einfach wahrgenommen, dass immer mehr Menschen auch sich Gedanken darüber machen, was tue ich da eigentlich den ganzen Tag? Also weg vom reinen Broterwerb, ich muss meine Miete bezahlen und alles, hin zu einem, ich verbringe ganz schön viel Zeit in meinem Beruf und dann darf es bitteschön auch bereichernd sein, sinnvoll sein, Spaß machen und Freude bereiten. Ja. Naja, ist bei uns so der Begriff Work-Life-Balance, das ist also in aller Munde viel weniger arbeiten, Ausgleich schaffen. Bist du das? Ja, Work-Life-Balance ist tatsächlich ein Wort, über das ich sehr unglücklich bin, weil es suggeriert, dass es einen Gegensatz zwischen Work und Life gibt, wenn man das ausbalancieren muss. Na, und deswegen kann ich mit dem Wort nicht so viel anfangen, weil oder wir glauben einfach, dass das Leben findet ja auch während der Arbeit statt. Und es sollte eigentlich möglichst immer im Gleichgewicht sein, damit man eben auch sinnerfüllt unterwegs ist, von morgens bis abends, nicht nur in der Freizeit. Deswegen, dieser Begriff ist sehr unglücklich, weil er meines Erachtens was Falsches suggeriert. Das sind auch so, ich reg mich immer auf, wenn ich im Radio mittwochs höre, so ihr lieben Zuhörer, Mittwoch, die halbe Woche schon wieder rum. Das ist so schade, weil das fühlt sich für mich so an, als wenn das Leben nur Freitagmittag bis Sonntagabend stattfindet. Wie schade. Da geht ganz schön viel Lebenszeit für anderes drauf. So, ne? Ja, also Work-Life-Balance, nicht mein Lieblingswort. Definitiv nicht. Es ist auch bei uns wirklich was, wo auch Unternehmer sagen, ja, wie gibt es denn das? Ist Arbeit wirklich so ein Thema, dass das so schlecht ist? Und Arbeit darf Freude machen. Und wir haben ja auf unserer Logotafel, also wenn man jetzt, das ist also eine mobile, die auf dem Tisch steht, bei Besprechungen zum Beispiel. Schön, ja. Und jetzt auch bei Portalen, also in Eingängen von Hotels, Geschäften. Und wir haben ja das Absurdum Ökonomie und Menschlichkeit verbunden und darum bin ich so, so dankbar für eure Arbeit und da steht drauf Folge der Freude. Das ist das gemeinsame Anliegen und da sehen wir auch in der Resonanz, dass uns sagen, es macht im Moment keine Freude, nur was das Interessante ist, ich hätte Steuerberater als Multiplikator gesehen, weil Werbung immer weniger wirkt, weil es immer fordernder wird, wie unterscheide ich mich zu anderen globalen Unternehmen. Und die Steuerberater sind aber bei uns so seit Corona auf der Ebene, ich habe jetzt in Linz einen Termin bei einer tollen Frau, die fühle ich sehr anders, die nur sagen, jetzt müssen wir noch einmal durchkämpfen und dann sind wir offen für das. Und ich sehe das als völlige Illusion. Man muss jetzt loslassen und wirklich sagen, wie können deinen Plan schmieden. Wie würdest du das sehen? Ja, bin ich ganz bei dir, weil sonst passiert nichts. Das kenne ich als Steuerberater nur zu gut. Jetzt mache ich dies noch, jetzt mache ich das noch und wenn die Frist erstmal erfüllt ist und wenn die Steuererklärung für das letzte Jahr erstmal weg sind, dann habe ich Zeit für die Dinge, die ich eigentlich machen möchte oder die ich für so wichtig halte fürs Unternehmen. Und ich bin jetzt nahezu 30 Jahre in diesem Beruf selbstständig unterwegs und ich kann nur sagen, dann funktioniert es nie, wenn man immer sagt, erst das, sondern es ist viel wichtiger, erst die ganz wichtigen Dinge zu tun. Im Grunde fange ich damit an, wie stelle ich mein Team um oder wie gehe ich miteinander um, wie kommuniziere ich und dann mache ich mein Tagesgeschäft. Das ist ein bisschen sperrig, wenn man damit beginnt, aber es lohnt sich. Also das sind im Grunde die großen Meilensteine, die man zuerst angehen muss. Einfach, wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir mit den Kunden um, was verstehen wir unter exzellenter Arbeit, unter exzellenter Kommunikation, wie zeigt sich das im täglichen Miteinander? Und Gott sei Dank habe ich vor vielen Jahren halt, oder wir beide, wir haben immer wieder auch Coachings in Anspruch genommen für uns selber. Und das hat uns mal irgendwie ein weiser Mensch erläutert. Und seitdem wir das so machen, ist es wirklich perfekt. Und glaub mir, ich bin weit davon entfernt, es immer zu tun.
weit davon entfernt. Das ist wirklich mühselig, weil das Tagesgeschäft so kraft- und machtvoll ist und sich immer dazwischen drängelt. Und da gilt es eben sehr, sehr aufmerksam zu sein, um das Wesen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und wenn der Organismus mehr funktioniert, wenn dieser Dynamik ist, wenn sich das ergänzt, nährt, dann hat er das viel mehr Kraft. Und das merke ich bei wirtschaftlich sehr erfolgreichen Unternehmen, die es auch ganz liebe Leute sind, aber die haben immer so die Geschichte, ja, in ein paar Monaten, in einem halben Jahr und dann geht's. Und es ist immer wieder das unmittelbar Operative, das muss natürlich da sein, aber ich habe so dass dieser analytische Verstand, dass uns der immer wieder irgendwo austrickst und wegholt vor diesen großen Veränderungen, die heute halt noch nicht so greifbar sind. Ja, genau. Das Schwierige bei diesen großen Veränderungen ist eben, in der Regel sind es gar keine großen Veränderungen, aber wir denken sie uns groß, weil wir sie ja nicht, weil wir jetzt sie machen, wir machen sie ja gerade nicht. Ja. Das ist für uns manchmal so ein Riesenberg, der vermutlich, wenn man ihn besteigt, sich als Hügel entpuppt, wenn man erstmal anfängt, loszugehen. Manchmal sind es auch ganz viele kleine Hügel, die einen weiterbringen, aber wir neigen ja dazu im Kopf, Schwierigkeiten zu vergrößern. Und das ist, glaube ich, das Problem, ne, wenn man darüber nachdenkt, jetzt muss ich mal oder jetzt will ich mit meinem Team mal über das Thema Kommunikation reden, vielleicht hole ich mir mal ein Inhouse-Seminar, vielleicht gehen wir alle mal gemeinsam auf so ein Seminar, dann kommt dem klassischen Steuerberater und auch mir immer wieder natürlich zuerst in den Kopf, und was ist mit der Arbeit, was mit den Fristen, was mit den Terminen, hier liegt noch was, da liegt noch was. Und wenn man sich an der Stelle packen lässt, dann wird es nichts. Ne? Weil dann ist das Tagesgeschäft so mächtig. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, es immer zu tun. Also das passiert einfach. Man. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es einem passiert. Es reicht schon, wenn einem bewusst wird, dass es mir wieder passiert ist. Dann ist man schon einen Schritt weiter. Und dann tut man sich auch leichter. Und unserer Wahrnehmung, auch als Beobachter über 10 Jahre, geht es jetzt nicht mehr um den Einzelerfolg, um den Mikrokosmos, sondern wie gehen wir als Gesellschaft, Wirtschaft gesamt weiter? Haben wir überhaupt noch Existenzberechtigung, auch unsere Bauern? Also das ist jetzt schon was, wo ich schon hin und wundert bin, mit welcher Gelassenheit oder Gleichgültigkeit ist vielleicht das best treffende Wort, man einfach weitergeht, zum Beispiel der stationäre Handel, dass man analog in ein Geschäft geht und Mode kauft. Also wenn man da nicht massiv was attraktiver machen gegenüber dem Onlinehandel, hat das keine Zukunft. Geht aber irgendwie so, ja, das wird schon wieder, ist halt einmal ein bisschen eine Krise und das geht dann schon. Ich glaube, jetzt geht es um die grundsätzlichen Veränderungen und darum noch einmal, das Buch ist wirklich Gold wert, weil Danke. eines auch immer wichtiger wird. Es war lang die Motivation Geld, die wäre gut bezahlt, aber das gerade bei den wo ich viel als große Chance sehe, das wofür? Wofür gehe ich da jeden Tag arbeiten? Das, glaube ich, muss so klar sein und das muss was Großes sein, das muss über das Unternehmen hinausgehen. Und da hätte man, glaube ich, Ansätze auch in der Kommunikationsstrategie, dass ich den Menschen im Mittelpunkt setze, Ja. für sie da. Und das ist noch, wieso? Das verstehen die Unternehmer noch nicht. Also, ich bin wirklich oft verwundert. So eine geniale Marke, wenn ich Unternehmer wäre, würde ich sagen, wow, endlich haben wir das, wo wir uns wirklich unterscheiden. Und das kommt aber oft nicht an. Und ich glaube deshalb, und das ist bei dir durchgedrungen kürzlich, Klaus, weil sie nicht in die Praxis gehen. Sie sind nicht in dem Prozess und sie sind nur in der Beschreibung, in der Vorstellung. Aber das unmittelbare Tun, das führt zu dem Weg, oder? Ja, definitiv. Also geschrieben wird ja viel. Es gibt ja unfassbar viele Bücher über Führung, über Kommunikation und möglicherweise auch über Menschlichkeit. Nicht ganz so viele vielleicht. Aber wichtig ist einfach, dass man mal beginnt, sowas umzusetzen, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, wie kann ich es denn bei mir im Unternehmen umsetzen? Oder es würde schon reichen, wenn man sich Gedanken macht, wie soll es denn weitergehen? Wir merken das ja gerade, ne? Die Wirtschaft kriselt. Hier, sie kriselt dort. Und wenn man sich mal überlegt, bisher waren wir grundsätzlich immer getrieben von Wachstum. Ja, also eine Bilanz war gut, wenn der Umsatz gestiegen ist, die Kosten gesunken sind und das Vermögen sich vergrößert hat. Und irgendwann muss man sich doch mal bewusst werden, dass Wachstum, immer mehr Wachstum auch zu immer mehr Müll führt zum Beispiel oder zu immer kürzeren Zeiten, wenn man im Dienstleistungsbereich ist und dass die Qualität drunter leidet und die Menschen immer getriebener werden. Und das glaube ich, also ich denke mal so ein Hamster, wenn ein Hamster im Hamsterrad rumläuft, ist ihm das nicht bewusst. Das merkt er erst, wenn er aussteigt, aber er steigt gar nicht aus, weil es ihm nicht bewusst ist oder weil er es nicht anders kennt. Und dieses
Und das ist so schwierig auch, sich erstmal so aus diesem Tagesgeschäft rauszunehmen und doch so wichtig. Es reicht im Grunde schon, wenn man mit Kleinigkeiten anfängt. Und ja, ich weiß nicht, wie das anderen Unternehmern geht, aber bei Stefan und mir war das auch, war auch die Wahrnehmung unserer eigenen Kanzlei, dass wir uns irgendwann mal gedacht haben, ja, super, wir sind erfolgreich, läuft toll, wird immer größer, wächst und gedeiht. Aber es war immer so unterschwellig, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja, das ist doch jetzt nicht, also das ist doch jetzt nicht, dafür bin ich doch nicht auf der Welt oder nicht nur dafür bin ich hier auf dieser Welt. Das ist zu wenig. So fühlte sich das an. Das erfüllt nicht. Es ist betriebswirtschaftlich erfolgreich, aber es erfüllt trotzdem nicht so richtig. Es erfüllt nicht so, wie zum Beispiel eine Wanderung durch den Wald erfüllt oder keine Ahnung, oder wie ein anregendes Gespräch erfüllt. So, dass, ja, weißt du, was ich meine? Man kann es so schlecht greifen. Und das war auch so eine Grundstimmung, die uns immer begleitet hat, die Jahre, auch vor dem Buch und auch heute noch, immer wieder mal kommt das hoch, dass man so merkt, ist das denn jetzt wirklich das, was mein Leben anders macht oder was mein Leben so, wo ich denke, ja, dafür bin ich hier. Das ist der Job, den ich jetzt hier zu erledigen habe, weißt du? So, das ist so die Basis von dem, ne? Die Frage ist ja, müssen wir alles greifen können, müssen wir alles verstehen? Also diese ganz rationale Geschichte, auf die alles aufbaut, das ist dann das Gefühl, das ist die Wahrnehmung und die hat das so. Ich glaube, die Verbindung der beiden Gehirnhälften, das ist eine souveräne Geschichte dann in Folge. Und der fühlende Teil, der darf gerade in der Wirtschaft auch da sein, der sicher in dem Sinn viel macht. Der Buchtitel ist ja Menschlichkeit rechnet sich, Klaus. Wie stellt man denn so eine Rechnung an? Es wird ja sehr viel in Hardware investiert, immer wieder, aber gerade in die Software, in die Beziehungsebene, eben in die Menschlichkeit, in die Mitarbeiter. Das würde ja viel ausmachen, aber wie fasst man denn sowas in die Zahlen, dass man sagt, menschlich rechnet sich? Naja, also wenn man so den Prozess, wenn ich den Prozess mal kurz beschreiben darf, es ist unserer Ansicht nach ist es das Wichtigste natürlich erstmal, dass die verantwortlichen Personen, also in der Regel die Chefs, Chefinnen, zunächst mal bei sich selbst beginnen. Einfach mal sich darüber bewusst werden, wie sie führen, wie sie über ihre Mitarbeiter denken, welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben. Also im Grunde, es gibt ja in Deutschland diesen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Der ist nach wie vor sehr, sehr, sehr wahr und sehr richtig. Also da geht es los, dass wirklich jeder Unternehmensleiter, jede Unternehmensleiterin sich mal Gedanken macht, wie führe ich eigentlich und was ist meine Haltung zu meinen Leuten? Und erst dann kann man gemeinsam schauen, wo wollen wir denn hin? Was stelle ich mir denn vor? Und dann irgendwann, also sollte man auch das Team involvieren, um mal zu gucken, wie sehen die das denn? Es ist immer schön, wenn man auch mal so ein Feedback aus allen Richtungen bekommt, ne? Also auch der beste Chef ist betriebsblind, hat auch einen eingeschränkten Blickwinkel. Da gibt es immer noch blinde Flecken. Und deswegen ist es gut, dass man erstmal guckt, wo stehen wir eigentlich? Und dann ist das ein Prozess, der wirklich mit ganz kleinen Schritten anfängt. Also man muss jetzt wirklich nicht die Unternehmensrevolution ausrufen und in einem Jahr damit durch sein. Das ist sogar kontraproduktiv, weil dann wirklich ein großer Berg vor einem steht, wo man dann nach 2 Metern denkt, oh Gott, das schaffe ich nie. Sondern es ist wirklich unfassbar wichtig, mit kleinsten Schritten zu beginnen. Und nach unserer Erfahrung, da kommt so ein bisschen auch ja, unsere betriebswirtschaftliche Seite durch. Es gibt ja dieses Pareto-Prinzip. Man erreicht 80% seiner Ergebnisse mit 20% seines Zeiteinsatzes. Und da wäre es einfach wichtig, dass man sich anschaut, gemeinsam anschaut, welcher kleine Schritt hätte den größtmöglichen Erfolg in unserem Bemühen, uns wie auch immer menschlicher, kommunikativer, freundlicher, zugewandter aufzustellen. Da findet man ganz schnell Dinge, wenn man das mal im Team bespricht, und dann wird Stück für Stück umgesetzt und immer nur einen Schritt nach dem anderen. Und dann funktioniert das. Das Schöne bei solchen Schritten ist, sie sind relativ leicht umzusetzen, wenn es kleine sind. Und das komplette Team hat Freude dran. Wenn die zu groß sind, verlieren sie den Spaß. Das ist das Schwierige, ne? Und wie rechnet sie das dann um in Geld? Genau. Das ist ja so. Ja. Wenn man das einmal, also mir fällt so ein Beispiel ein, wenn man zum Beispiel einen Konflikt im Team hat. Nehmen wir mal an, zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt miteinander.
Ja, und sind nicht in der Lage, den Konflikt vernünftig beizulegen, konstruktiv zu besprechen. So, dann streiten die 2 Stunden morgens rum. Danach ist jeder den Rest des Tages zunächst mal zu gebrauchen, weil das natürlich noch in sich grollt. In der Regel ist der Konflikt ungelöst. Dann haben wir schon mal 2 Tagessätze von Mitarbeitern für nichts, ne? Also die verdienen ja ihr Gehalt und kommt aber nichts warum. So, wenn der Mitarbeiter dann in dieser Stimmung dann noch zufällig auf einen Kunden trifft, der sich beschweren möchte, der mit irgendwas nicht zufrieden ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass auch das Gespräch nicht besonders fruchtbar sein wird und möglicherweise eine Kundenbeziehung dadurch endet. Und schon ist der Schaden recht groß geworden. Oder ein anderes Beispiel, was wir auch im Buch hatten, das Thema Zeiterfassung. Na, wir haben da, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber wir haben mal gegenübergestellt, was es ein Unternehmen an Kosten verursacht, wenn man ein Zeiterfassungssystem erstellt, das also die Mitarbeiter kontrolliert und das hat eine EDV-Software, die ist zu pflegen, es ist auszuwerten, gibt Updates und so weiter und so fort. Und ich sage mal so, nach 4, 5 Jahren stellt man fest, wir haben jetzt, was weiß ich, 500.000 € investiert und letztendlich haben wir 2 Mitarbeiter in der ganzen Zeit dabei erwischt, dass sie ihre Zeiten nicht korrekt eingetragen haben hat sich dann von denen getrennt. Wenn man das mal gegenüberstellt, ist das ein Ungleichgewicht, was überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Ganz abgesehen davon, dass ein Zeiterfassungssystem oder alle Kontrollsysteme ja immer Ausdruck eines unterschwelligen oder auch ganz offenen Misstrauens sind. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht für einen Konzern wie Bayer oder BMW oder ich will das keinen nicht nennen, also für die Riesenkonzerne mag es aus organisatorischen Gründen möglicherweise wichtig sein, diese Systeme einzuführen. Aber normale Mittelständler, weiß ich nicht, ist nicht nötig. Wir haben eigentlich nie eine Zeiterfassung gehabt und machen es auch jetzt nicht. Ne? Wir erfassen zwar Aufträge, aber sonst nichts. Und ich habe nie das Gefühl, dass das irgendwas nicht passt. Aber das sind so Geschichten, wo man es auch mal ganz konkret berechnen kann, was ein Unternehmen da investiert, wenn es eben oder eben desinvestiert, muss man ja deinvestiert, muss man ja schon sagen, wenn man an der Stelle nicht so gut unterwegs ist. Und glaube ich, Fehler ist auch so eine Geschichte, die ja sehr, sehr viel Geld auswirkt. Ihr schreibt zum Beispiel Fehlerfreundlichkeit statt Fehlertoleranz. Ja, Ist ganz was anderes, oder? absolut, absolut. Also Fehlerfreundlichkeit bedeutet ja, dass, also im Grunde sollte man sich über jeden Fehler erstmal freuen, weil da wird dann ersichtlich, was nicht gut läuft. Das ist ja erstmal schön fürs Unternehmen. Ist natürlich im ersten Moment nicht schön, wenn da ein Kunde nicht zufrieden ist, klar, aber dennoch zeigt so ein Fehler, wenn er dann auftaucht und offen auch kommuniziert wird, dass da Verbesserungspotenzial im Unternehmen ist. Wenn man diesen Fehler jetzt bestrafen würde, ja, dann würde das dazu führen, dass die Mitarbeiter natürlich kein Interesse daran haben, dass Fehler aufgedeckt werden, weil sie genau wissen, sie werden bestraft und das mag kein Mensch. Und dann würde das unter den Teppich gekehrt, mit der Folge, dass der Fehler A vermutlich immer wieder passiert und B vielleicht dann auch dazu führt, dass Kunden irgendwann keine Lust mehr haben, weil diese Dinge nicht behoben werden. Und Fehlerfreundlichkeit bedeutet allerdings auch, dass wir daraus lernen dürfen. Also es ist natürlich nicht akzeptabel, wenn man 5-mal denselben Fehler macht, immer wieder. Da muss man mal gucken, ob da vielleicht das Know-how, was dahinter steckt, nicht passt oder ob der Mensch nicht an der richtigen Stelle sitzt. Also auch das ist nach unserer Meinung noch nicht ein Grund, ein Arbeitsverhältnis unbedingt sofort zu beenden. Man muss einfach mal gucken, vielleicht sitzt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht an der Stelle, wo ihre Stärken richtig gut zur Geltung kommen. Das wäre der nächste Schritt. Also ich glaube, sich von Mitarbeitern zu trennen oder trennen zu wollen, ist meistens eher eine Sache, wenn es persönlich überhaupt nicht passt. Ja, und auch das heißt nicht, der Unternehmer oder die Leute im Unternehmen sind die besseren Menschen oder die fitteren Menschen, sondern dann passt es gerade nicht dazu. Ne? Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Und dann passt es gerade nicht an diesen Platz. Und eigentlich muss man auch da froh sein, ne? Wenn man dann für einen Mitarbeiter, der nicht in mein Unternehmen passt, einen Platz woanders in einem anderen Unternehmen findet. Deswegen auch bei Trennungsprozessen kann man so unfassbar viel tun, damit es auf einer menschlichen
Ebene läuft. Aber der Mitarbeiter, gerade in die Geschäftsführung geht, könnte ein ganz ein toller Spiegel sein, was vielleicht die Unternehmensleitung auch nicht sehen will. Das heißt ja nicht, dass der unbedingt einen Mangel haben muss, oder? Definitiv, definitiv. Also bin ich ganz bei dir. Das ist, man möchte das auch manchmal nicht sehen. Und man ist ja vielleicht auch froh, ach, es läuft alles und ich will gar nichts hören, dass da irgendwas nicht so gut läuft oder kümmert euch drum. Nein, das ist nicht angenehm, aber so wichtig. Ne? Denn wie ich vorhin schon sagte, es fängt beim Chef, bei der Chefin an und auch ich als Chef mache Fehler und nicht zu wenig. Und ich versuche möglichst alle auch im Team zu besprechen und zu erzählen. Erstens, damit nicht ein anderer den gleichen Fehler machen muss. Und zweitens, weil ich will nicht den Eindruck erwecken, ich wäre hier ein Übermensch, was niemand ist. Kein Chef ist ein Übermensch, kein Mensch ist ein Übermensch. Und jeder hat seine schwachen Stellen, macht Fehler. Und das ist ja gerade das Schöne im Team, wenn man gemeinsam eben die gegenseitigen Lücken abdecken kann. Ne? Ja, schön. Also im Buch führt es ja dann an, Kennzahlen auch für Menschlichkeit, wie man das berechnen kann, Return of das würde ich, glaube ich, jetzt weit führen. Es gibt ja ein ganz schönes Geschenk, Klaus. Du hast ganz spontan zugesagt, nach Österreich zu kommen am 6. November, wo wir ganz eine sehr wichtige Veranstaltung haben, kann wirklich ein Meilenstein werden und da kann man die Dinge ja noch besprechen. Wir werden Steuerberater natürlich einladen dazu. Sehr schön. Weil ihr habt ja drinnen Effizienz statt innerer Kündigung, Engagement statt Krankenstand, also da geht es um ganz viele Dinge und es gibt da vom Gallup-Institut, wir haben kurz gesprochen, das verifizieren, ich blende es gerade ein, die positiven Auswirkungen einer wertschätzenden Unternehmenskultur, was sagst du bitte, wenn du das in Geld umrechnest, allein die Einschulung von Mitarbeitern von Neuen, bis die über Produktivität haben und passen, das sind gigantische Geschichten. Ja. Was entscheidend ist aus meiner Sicht, ist als Beobachter, dass wir die Räume schaffen für das Große. Ja. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist ein besonderer Raum. Wir sind auch dabei, eine App zu schaffen, dass man zueinander findet, voneinander lernen, miteinander wachsen. Also da ist wirklich ein Weg zu einer wirtschaftlichen Großstadt offen. Und das hat auch sehr viel mit dieser Schindlerhof, mit der Nicole Koppel zu tun. Wir haben kurz gesprochen vorher und die hat ein Buch eben Fucking Leadership geschrieben. Und die leben das. Das ist Transparenz, das ist angreifbar, das ist erlebbar. Und das ist aber nichts, was man jetzt irgendwie entscheiden kann, sondern das ist wirklich ein Prozess von der Geschäftsleitung, von den Eigentümern her und die helfen, die stehen Wissen zur Verfügung. Das ist wirklich ein ganz neuer Zeitgeist, wenn ich sage, wir haben was erarbeitet und das haben wir im Tresor, sondern die geben Wissen, die teilen Wissen und wenn wir jetzt den sehen, Klaus, dann haben wir alle mehr. Also das ist rational, also diese wissenschaftliche Lehrmeinung, die immer noch an Unis vermittelt wird, die ist Schrott, die hat nichts mehr mit dem Zeitgeist. Und die großen Unternehmer können vielleicht die Macht noch durch Geld, durch Informationsmacht, über Hierarchien, weil sie einfach eine ganz große Marke haben, aber es ist überhaupt nicht mehr der Zeitgeist und das wird sich schneller ändern und darum bin ich eben bei eurem Buch, das da wirklich ein ganz wichtiger Verbinder ist. Ich habe eins auch gelesen und das Buch ist ja gestern erst gekommen. Unternehmen in München, EDV-Unternehmen, ich habe nachgeschaut, es geht jetzt gar nicht um den Namen, aber die haben 9650 Mitarbeiter gehabt und haben jetzt 900 und die haben so eine Aussage getätigt, sie wollen helfen, das menschliche Potenzial zu vervielfachen. Ja. Das ist eine so eine kraftvolle Aussage. Ja. Und da steht auf der Homepage, bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt. Und die zeigen das, dass sie sagen, wir haben Selbstwert, wir sind der Organismus, wir sind richtig reflektiert, ganz offene Kommunikation, auch Transparenz. Also das sind die wirklichen Leuchttürme, die wir erfinden wollen und die wirklich eine Bühne auch verdienen und auch eine Wertschätzung, dass das nicht selbstverständlich ist, weil in Österreich zum Beispiel produzieren oder in Deutschland ist eine riesen Challenge von den Kunden. Und diese Unternehmen, die, glaube ich, darf in die Gesellschaft kommen, dass man die würdigt und diesen Kreislauf auch unterstützt, diesen regionalen oder den Länderkreislauf, oder? Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Also das ist diese Aussage, das menschliche Potenzial zu vervielfältigen, das finde ich gerade, das bringt es im Grunde auf den Punkt. Wenn ich in der Lage bin, in meinem Team, also ich fange jetzt bei mir in meinem Team an, ich habe meinetwegen 10 Mitglieder, Teammitglieder und so und ich unterstütze sie an allen Ecken und Enden und schaue, wie sie ihre Stärken
richtig einbringen können in das gemeinsame Tun, in die gemeinsame Aufgabe, dann habe ich an 10 Stellen, also 10 Menschen, die sich weiterentwickeln. Das ist ja schon mal mindestens der Faktor 10. Wenn die sich, sag mal, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen in ihren Fertigkeiten, in ihren Fähigkeiten, in ihrem Potenzial, dann habe ich, das geht ja auseinander wie so ein Stammbaum. Weißt du, wenn man so einen Stammbaum sieht, der wird ja riesig. In zweiter, dritter, vierter Ebene schon wird das riesig. Und das ist, glaube ich, das, was das Unternehmen aus München damit ansprechen wollte. Und das ist im Grunde, ja, wir haben mal ein Organigramm entwickelt, der Stefan und ich, das auch in dem Buch ist. Und zwar haben wir das auf den Kopf gestellt, weil wir gesagt haben, das klassische Organigramm, da sitzt der Chef, die Chefetage oben, dann kommen die Abteilungen, dann kommen die nächsten Abteilungen, je nachdem, wie viel Hierarchieebene man einzieht. Unten stehen die Mitarbeiter, die an der Front arbeiten, und der Kunde kommt gar nicht drin vor. Und wir haben das mal umgedreht in unserem Buch und haben gesagt, im Grunde ist die Unternehmensleitung die Basis des Unternehmens und der Dienstleister für alles, was da noch ist. Also Unternehmensleitung ist Dienstleister für die nächste Hierarchieebene, die sind Dienstleister für die nächste Hierarchieebene, und am Ende die Mitarbeiter, die am Kunden, mit dem Kunden arbeiten, sind Dienstleister für den Kunden. Und wenn man das so rum sieht, dann wird ein Schuh raus, ne? Dass auf jeder Ebene quasi mehr Potenzial gehoben wird und nicht von oben herab, wie das früher patriarchalisch so üblich war. Das hat früher funktioniert. Das hat früher funktioniert, aber heute wird das nichts mehr. Gott sei Dank. Aber auch das brauchte seine Zeit, ne? Das war damals die Zeit, da war das, möglicherweise war das sogar hilfreich. Ich weiß nicht, ich bin ja nun in der Zeit, habe ich ja noch nicht gelebt, als das losging nach dem Krieg, die Zeit so. Vielleicht war das auch hilfreich, dass da Menschen waren, die vorangegangen sind und den Hut auf hatten. Heute funktioniert das nicht mehr. Das ist ganz klar. Ja, und wir würden auch heute nicht mehr die Ergebnisse erzielen und wir würden nicht mehr weiterkommen, wenn wir so weitermachen. Und das ist auch uns ganz wichtig und schön, dass du das erwähnst. Die Vergangenheit, es war nicht schlecht, es war nicht gut, es war einfach ein Zeitgeist, den wir gelebt haben. Genau. Und jetzt dürfen wir Schritt für Schritt weitergehen. Die Frage ist jetzt schon bei unserem Infopoint, der im November startet, dass man sagt, 100.000 Jahre Wirtschaft und was jetzt? Und wir haben heute ein technisches Zeitalter, das hat uns ganz viele Errungenschaften geschaffen, ein Informationszeitalter. Und jetzt haben wir aber schon die Situation, sehr viel Materie, oft sehr wenig Lebenszufriedenheit, weil wir in einem Hamsterrad drin sind, wo wir sagen, wie kann ich denn das alles genießen? Oder Konflikte, auch Generationenkonflikte. So schade, dass da oft sehr viel Energie eben wirklich vergeudet wird, gegenseitig wenig Wert. Und da diese Menschlichkeit verbindet, das ist zum Beispiel ein Riesenbedürfnis von mir, dass man diese Illusion der Trennung löst und wieder zusammenkommt und einfach, ich habe das selbst erlebt in der Familie und darum bin ich auch so dankbar über den Prozess. Und da ist ganz, ganz viel möglich. Reden wir auch von einer wirtschaftlichen Großfamilie, dass nicht alles in Konkurrenz ist, sondern dass man sich gegenseitig nähern, unterstützen, fördern kann. Und da wird uns eben die App extrem unterstützen. Ein Punkt hätte ich noch, Klaus, und ja, das ist interessant, wie weit sich das entwickelt, und da können Stunde oder mehr kommunizieren, aber wir werden sicher wieder mal die Möglichkeit haben. Uns war ja wichtig, diese Menschlichkeit nicht nur auf einen Namen aufzubauen und sagen wir, so agieren wir menschlich, sondern wie zeigt sie sich? Und wir haben uns auf die Suche gemacht, eine zweite Bilanz zu schaffen. Die wirtschaftliche Bilanz in Geld, die ist sehr klar, wie es ihr schreibt, zeigt aber nicht aus, wie es künftig ausschaut. Das kann sich sehr schnell ändern. Aber die zweite Bilanz, die menschliche Bilanz, da haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht, Uni Innsbruck, Bhutan, Glücksprinzip, sind auf das Thema Freude gekommen. Mhm. Also, dass sie die Menschlichkeit in der Freude zeigt. Also, in einem guten Gefühl hat auch viel mit Gerald Hüther wieder zu tun, der uns gesagt hat, wenn wir es schaffen, ein gemeinsames, alles verbindendes Anliegen zu schaffen, dann kann das wirklich ganz was Großes werden. Und das war ein langer Prozess, das schaut jetzt alles so aus, wenn es da wäre. Aber es waren viele, viele Meetings mit Unternehmen. Und die Freudebilanz, die zeigt eben genau das, wie gut ist der Organismus schon? Was habe ich für Grundmotivation? Wofür? Wie habe ich das Gefühl, dass ich was verändern kann auf dieser Welt zum Beispiel? Also das ist aufgestellt, und über die Cornelia Strecker Humane Arbeit bin ich auch zu euch gekommen, indem ich gefragt habe, bitte, wir brauchen irgendwas Wissenschaftliches, wir brauchen Fakten. Und dann hat sie eben den Hinweis auf euer
Ganz, ganz tolle Arbeit in dem Sinn gemacht, und du warst ein bisschen verwundert, dass da von der Wissenschaft Ja. Impuls zu euch kommt. Also da passiert im Hintergrund schon viel mehr, und über diese humane Arbeit wird dieser sehr wissenschaftlich fundierte Freudestatus ermittelt. Jetzt passiert aber eins, dass viele Unternehmer sagen: Naja, wir haben gerade eine Mitarbeiterumfrage laufen, es läuft gerade nicht so gut. Es ist wirtschaftlicher Druck. Also es gibt viele, viele Ausreden, warum sie diesen Freudestatus gerade nicht ermitteln, der ja nur ein Status ist. Der zeigt ja nur, wo man ist. Und dann kann man sagen, man entwickelt sich mit Coaching-Begleitung. Das haben wir gesehen, ist auch ganz, ganz wichtig. Hast du da eine Ermutigung an die Unternehmer? Bitte schau dir die Menschlichkeitsbilanz an, mach diesen Freudestatus, und er wird uns wirklich gemeinsam in die Freude bringen. Aber wir haben es im Schlüssel noch nicht gefunden, dass der Unternehmer sagt: Okay, wir machen, wir tun. Ja, wird auch schwierig, wenn ich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also weil ich glaube, zum einen ist es so eine Art Status, der nicht gemacht werden muss. Das ist erstmal schon schwierig, weil Unternehmer, ne, eine Bilanz muss er machen, eine Mitarbeiterumfrage kommt da heute auch nicht mehr drum rum. Das ist ja im Grunde was Freiwilliges, zunächst einmal, was ich tue, um zu schauen, wie es in meinem Unternehmen aussieht. Und wir sprachen ja schon mal vorhin über dieses getaktete Arbeitsleben, was wir immer noch leider haben. Und da ist es schwierig, sowas Freiwilliges zu etablieren, um da mal Klarheit zu bekommen. Der zweite Punkt, glaube ich, der auch eine Rolle spielt, ist, nicht jeder Chef möchte gerne genau wissen, wie es bei ihm aussieht. Vor allen Dingen, wenn er ahnt, dass es nicht so klasse ist, so, ne? Dass es nicht so doll läuft, gerade im Team. Da tut sich jeder Chef schwer. Und ich glaube, dass auch bei diesen Mitarbeiterumfragen manchmal werden sie gemacht, einfach damit ich sie mal gemacht habe. Viel wichtiger ist ja, was hole ich mir daraus? Was mache ich daraus? Was sind meine nächsten Schritte? Und ich kann dennoch nur jedem empfehlen, sich mal darauf einzulassen. Auch ob man sie nur Menschlichkeitsbilanz nennt oder Freudebilanz, ob sie wissenschaftlich begleitet ist oder ob ich sie, ich sag mal, mit 4, 5 Kennzahlen nur beginne und diese Kennzahlen auch vielleicht auch schätze am Anfang oder meine Leute im Team frage. Es ist sehr, sehr erkenntnisreich, damit einfach zu beginnen. Und sei es auf allerkleinstem Niveau, weil es schon allein dazu führt, dass man sich darüber unterhält, was verstehe ich denn überhaupt unter Freude? Was bedeutet Freude für mich? Da hat jeder auch vielleicht einen anderen Ansatz, was er als Freude empfindet. Wenn man auf diese Stufe, wenn man sich auf diese Stufe begibt, ist im Grunde schon der erste Schritt getan. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, immer auch hier kleinste Schritte, kleinteilig anfangen. Meinetwegen nur mit 2 Parametern, wie ich die Freude messe am Anfang oder wie ich die Menschlichkeit messe. Das muss nicht so ein Riesending werden, wie wir es im Buch haben mit zig Positionen. Das ist quasi dann so, wer mag, kann das auch so detailliert machen, aber in kleinsten Schritten reicht es erfahrungsgemäß schon aus. Ja, wir haben ja da die Vorarbeit auch geleistet. Wenn sich jemand als Nutzer registriert in der Ökonomie der Menschlichkeit, dann kriegt er ja dieses Tool. Das heißt, er Ja. braucht nur mal gut 20 oder die Mitarbeiter gut 20 Fragen ausfüllen, und er kriegt das Ergebnis natürlich anonym und nur die Geschäftsleitung. Aber es Ja. ist dann ein, wir sehen es auch als Dankeschön, als Wertschätzung an die Mitarbeiter, weil wenn ich weit daneben bin, die kommen ja gar nicht als Nutzer, und vor allem, die würden diesen Prozess ja auch gar nicht machen mit Mitarbeitern, wenn sie eine hohe Fluktuation etc. haben. Und wir sehen halt eines, und das, da habe ich schon Riesenkonflikte auch gehabt mit Unternehmen oder mit Organisationen, die sagen: Ihr müsst es zertifizieren, es kann nicht jeder dabei sein, sonst ist nicht wohl los. Und ich sage wirklich ganz, ganz klar: Es ist an der Zeit, dass wir zueinander finden. Dass man nicht wieder sagt: Du bist zu wenig, du schaffst es nicht. Also diese ganzen Glaubenssätze, Traumatisierung, müssen unterstützen, motivieren, und auch wenn einer nicht so gut unterwegs ist und vielleicht die Erkenntnis hat, dass er sagt: Ich will eh nicht mehr so weitermachen, hilft es mir? Wie kann ich Ja. menschlich agieren? Wie kann ich einfach wieder das Große sehen? Das ist eine alles tiefe Prägungen, die wir haben, und da wünsche ich mir jetzt richtig die Umkehr. Das wird gelingen, und das wird sich auch am 6. November zeigen, dass das eine wunderbar schöne Energie ist. Wir haben schon ähnliche Geschichten gehabt, und Unternehmer sagen auch, sie sind so gern in der Ökonomie der Menschlichkeit dabei, weil da ist was anders. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es nicht ums Benutzen geht, auch unser Ansatz, ein Coaching oder ein Geschäftsmodell, sondern das war ein tiefer Wunsch von mir, mich zur Verfügung zu stellen für diesen Wandel. Und das zeigt sich auf vielen Ebenen, und da haben wir viele tolle Unternehmerkollegen, die auch ganz einen tiefen Sinn drinnen sehen. Und ja, das wird sich schneller zeigen,
als man, glaube ich, jetzt annimmt. Also wir merken schon auch mit Wirtschaftskammer, Gemeindebund, wir brauchen Lösungen und wir sehen uns auch nicht als Dritter irgendwo, sondern wir haben einen gewissen Teil, die Wirtschaftskammer, Gemeindebund, andere Organisationen oder auch das Thema Schule, Schule im Aufbruch. Tolles Modell, wo wir Schulen der Menschlichkeit schaffen. Jetzt ist an der Zeit, dass nicht jeder seine Geschichte macht, sondern dass wir einen großen Rahmen hinkriegen. Ganz genau. Also vielleicht erlaube mir ein Wort noch zu der Zertifizierungsgeschichte, die du natürlich auch Gott sei Dank nicht gut findest. Und das Problem bei diesen Zertifizierungen ist immer, es wird quasi ein Muster vorgegeben, was das Zertifikat ist. Und da geht schon los. Dieses Muster wird ja auch von Menschen entwickelt. So, diese Menschen haben ihre eigene Sicht der Dinge, die, ne, und das ist nicht negativ gemeint, aber jeder ist ja auch gewissermaßen begrenzt in der Sicht seiner Dinge. Und schon haben wir eine Begrenzung drin. Und dann haben wir vielleicht im Zertifikat viele Dinge gar nicht berücksichtigt, die wir noch gar nicht kennen, die aber wunderbar für die Entwicklung sind. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Jeder, der Lust hat, soll da mitmachen, und ein Zertifikat braucht es nicht. Das ist schon wieder so, dann, ja, es wird schon wieder so eine Gruppe abgeschlossen oder separiert. Und wie gesagt, alles, was man beurteilt, braucht jemand, der die Kriterien setzt. Und dann sind wir schon wieder in so einer Vorgabe, die das Ganze schon wieder begrenzt. Ne? Also ich finde auch freilaufen lassen, jeder, der sich berufen fühlt, macht mit. Und wenn er nur einen Freudefaktor hat, egal. Es ist einfach, Hauptsache es bewegt sich überhaupt mal was in die Richtung. Ne? Und dann ist das, glaube ich, wie man so schön sagt, erreichen wir irgendwann diese kritische Masse, wo der Prozess unumkehrbar wird. Ne? Wenn einfach irgendwann genug Menschen und Akteure sich dieser Sache verpflichtet fühlen, dann nimmt das irgendwann eine Eigendynamik an, die es richtig nach vorne bringt. Das wird ganz langsam anfangen, aber irgendwann, so ist es ja in der Regel immer, wird's potenziell und dann geht es nach vorne. Ja, schön. Und vor allem ist dieser Cornelia Strecker auch wichtig gewesen, außerhalb des Unternehmens Ding End, also wo es um Grundlebensfreude geht, was kann ich bewegen? Ja. Und das ist auch, dass evaluierbar ist und breit aufgestellt. Also da bin ich auch sehr dankbar, weil wir haben nichts abgesprochen vorher und das ist ganz ein entscheidender Punkt, da ist viel Gegenwind gekommen, aber wir waren da völlig klar am Kern der Unternehmer, wo man das reflektiert haben, dass das nicht das Thema sein kann. Ja. Eine Frage habe ich noch abschließend, lieber Klaus, und zwar ein Punkt, der relevant ist, und zwar, ja, künstliche Intelligenz, Rationalisierung, Technik, das braucht so alles. Und wir kennen Unternehmer, die sich wirklich sehr, sehr schwer tun, die bei uns noch produzieren und an dem Standort festhalten wollen. Aber künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz. Was unterscheidet uns denn von der künstlichen Intelligenz? Braucht es den Menschen noch oder ist in gewisser Weise ein Auslaufmodell? Ich habe da das Buch Realitätsverlust, das ist Joachim Bauer. Oh, schön, ja. Der Sinn allein und mir ist dann sehr schlecht gegangen, ein paar Wochen, und meine Frau hat gesagt, du musst dich irgendwie wieder lösen von dem, weil der hat über Transhumanismus gesprochen und was da wirklich weltweit an virtuellen Welten, Scheinwelten aufgebaut wird, wo Kinder flüchten und sagen, das ist meine Identität, da kann ich mich da bin ich ein Held. Und ich sage, wenn wir unseren Lebensraum wieder so gestalten, dass die im realen Leben Helden werden, dann haben wir in dem Sinn was geschafft, nur da braucht es jetzt wirklich eine gemeinsame Kraft. Wie würdest du denn das sehen, künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz, also so auch, weil du natürlich in den Zahlen, alles, was eine Technik macht, natürlich um vieles billiger ist. Ja. Wie würdest du das sehen, diese Verbindung, dass das eine Symbiose auch werden kann? Ja, danke für die Frage, weil das ist ein Thema, was uns ja auch gerade aktuell sehr umtreibt, auch gerade bei uns in der Steuerberaterbranche. Also künstliche Intelligenz ist zunächst mal eine tolle Erfindung, wenn man jetzt über Prozesse nachdenkt. Also wenn ich aus meiner Branche rede, das ganze Buchen von also diese Buchhaltungstätigkeiten, das Einbuchen der Belege, der Bankbewegung, die Lohnbuchhaltung, also alle diese Dinge, diese wiederkehrenden Dinge, wo auch gewisse Algorithmen und Muster hinter sind, da finde ich das sensationell, wenn das die künstliche Intelligenz für uns erledigt, weil es ist eine Arbeit, die auch sagen wir mal, ein bisschen stupide sein kann, glaube ich, und die viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn an der Stelle die künstliche Intelligenz eingreift oder das für uns erledigt, wunderbar, weil dann nämlich der Mensch zum einen eine große Chance hat, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, immer wieder machen, machen, machen und
so nach und nach seine Sinne wieder frei bekommt für Begegnungen, für Gespräche, für eben für wertvolle Dinge, die die künstliche Intelligenz noch nicht kann und hoffentlich nie können wird. Und ich glaube nach wie vor, dass der Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, mit seiner Seele, kann ich mir heute nicht vorstellen, dass das eine künstliche Intelligenz ersetzen könnte. Will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass das wird nicht funktionieren. Der Transhumanismus macht mir auch echte Angst. Also, dass wir auch nicht eine Welt, die ich gut finden würde, wenn das alles, wenn man gar nicht mehr so in der Realität ist. Da gibt es ja auch, ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen, wie das sein kann. Es gibt auch noch den einen oder anderen Film, der so ein Thema mal aufgegriffen hat. Das ist schon verstörend, finde ich. Und im Grunde ist es mit der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich genauso wie mit vielen großen bahnbrechenden Erfindungen, sei es mit dem Atom oder, ne, man kann es so oder so einsetzen. Und ich hoffe, dass es uns weiterhelfen wird und ich hoffe, dass wir da nicht den, ich sag mal, die Büchse der Pandora geöffnet haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, für die Prozesse ist es sehr hilfreich. Ja. Ich glaube, ein Wort ist jetzt ganz wichtig, Vertrauen. Vertrauen in, ja, den, Vertrauen. In genau. den Prozess, in die Zukunft, gegenseitig mir selbst vertrauen. Ja. Auch Schön. Das, wenn ich das noch vielleicht ergänzen darf, Georg, auch das, das, was du gerade sagst, Vertrauen ist genau das Richtige, denn am Ende entscheiden wir Menschen, was wir zulassen und was wir nicht zulassen und wie wir miteinander unterwegs sein wollen und was die KI für uns erledigen soll oder nicht. Ich glaube, und wenn wir da vertrauensvoll sind und einfach davon ausgehen, dass das Gute im Menschen siegt, dann geht es in die richtige Richtung. Schön. Ja, das Buch, schön, ich habe große Freude. Menschlichkeit rechnet sich und ich bin nächste Woche bei einer Steuerberaterin, die auch im technischen Bereich absolute Vorbildung, habe ich 2003 mit der Digitalisierung begonnen. Oh. Ganz eine tolle Frau, wünsche ich mir, dass wir zusammenarbeiten. Und ich nehme deshalb schon ein Geschwisterchen mit für die gute Dame. Ja. Sehr schön. Und dass sie das mit den Leuten macht. Ja. Lieber Klaus. Herzlichen Dank, Georg. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, mein Lieber, sehr gerne.